Im Vorfeld einer Oberlidstraffung treffe ich meine Patientin und erhebe zunächst die Anamnese, das heißt die Krankenhistorie, um zu wissen, ob sie Risiken von sich aus ihrer medizinischen Geschichte mitbringt. Außerdem kläre ich meine Patientin ausführlich über die Risiken, die diese Operation mit sich bringt, auf. Hierzu ist zu sagen, dass die Oberlidstraffung in der geübten Hand keinen Risikoeingriff darstellt. Dennoch gibt es Risiken, über diese muss gesprochen werden. Dazu gehören Blutung, Entzündung, Wundheilungsstörung, verdickte, gerötete Narbe. Die Patienten sind 7 bis 10 Tage nicht gesellschaftsfähig. Außerdem ist zu sagen, dass es kleine Retentionszysten geben kann im Bereich der Narbe. Diese sind unproblematisch anzusticheln, falls sie auftreten. Auch das sollte im Vorfeld gesagt werden, damit die Patienten im Nachhinein hochzufrieden sind. Der Faden wird am 7. postoperativen Tag entfernt und schon wenig später ist die Narbe kaum noch sichtbar. Dies ist interindividuell unterschiedlich. Auch hierzu gehört eine gute Patientenführung, damit die Patienten am Ende Freude an dem schönen Ergebnis haben. Ich schminke mich gern, schon seit meiner Jugend. Und dabei stören die Lider, die Schlupflider. Schlupflider habe ich schon vor 15 Jahren bekommen. Erst ganz leicht und in den letzten Jahren wurde es immer schlimmer. Diese Operation lasse ich nur für mich machen, für mein Wohlbefinden. Und meine Familie, die unterstützen mich auch dabei. Im Internet habe ich mich über die Operationsergebnisse von Frau Dr. Kleinschmidt informiert und habe dadurch vollstes Vertrauen zu ihr gewonnen. Außerdem bewundere ich ihren karitativen Einsatz im Ausland, indem sie dort kostenlos Kinder operiert.